Hallo liebe Leute, es geht weiter mit Zelda The Wind Waker HD. Ihr wart eine so fleißige Community, dass wir uns gesagt haben, ihr kriegt eure Let's Play Reihe. Und dann schauen wir einfach mal, wie viele Leute auch dauerhaft zugucken. Ist auf jeden Fall so ein schönes Spiel, das hat sich auch einfach eine zweite Folge verdient. Und ich schnapp mir jetzt erstmal dieses Steinchen hier. Denn ich habe ja noch nie Zelda gespielt, wie ihr vielleicht noch wisst. Ich glaube, ich habe das erwähnt in der letzten Folge, in dem ursprünglichen angezockt Video. Und ja, deswegen machen wir jetzt erstmal hier weiter. Es ist immer noch eine Stelle, die ich zumindest schon mal gesehen habe. Und laufe am Schild erstmal vorbei. Okay, also irgendwo muss ich erstmal noch das Schwert herbekommen. Ah, jetzt juckt das Auge. Uns fehlt noch das Schwert. Tja, wo kriegen wir das denn her? Das ist jetzt eine gute Frage. Wir gehen erstmal als erstes hier drunter. So könnte man sich ducken. Und das Schöne ist, man kriegt dann diese etwas andere Ansicht. Und sind auch schon durch. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal in das Haus hier rein, denn irgendwo gab es noch das Schwert, ich weiß nur gerade nicht mehr wo. Also gucken wir mal rein, quasi ein bisschen, vielleicht müssen wir noch irgendeine kleine Quest erfüllen, damit uns jemand das Schwert schenkt. Auf jeden Fall kann man hier unten auch durchkrabbeln und kommt in einen anderen Raum. Oho, was haben wir denn hier drin? Einen roten Rubin. Das ist übrigens ganz witzig, also ich gehe jetzt in das Haus von anderen Leuten, kriecht da entlang und klau mir einfach mal deren Rubin. Ich glaube, im echten Leben sollte man das vermeiden. So, was haben wir hier? Ich kann hier nur eine Rolle gegen machen, das nützt mir nicht viel. Ansonsten ist der Raum wahrscheinlich geerntet. Also wieder raus. Der ist ja noch der Typ, der ein bisschen mit uns labern wird. Vielleicht hat er ja was. Ich bin gespannt. Ich danke euch auf jeden Fall für eure rege Beteiligung im letzten Video. Das hat uns sehr, 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 sehr gefreut. Ja, super. Also uns fehlt das Schwert, das hält er uns jetzt auch nochmal vor. Ganz toll. Stellt sich also die Frage, ich will jetzt diesen gelben Rubin haben. So, komm, den holen wir uns jetzt hier. Yes! Super! Ah, wo kriegen wir jetzt dieses vermaledeite Schwert her? Das ist echt mal eine Frage. Mit dem Hüter haben wir ja schon gebettelt. So. Kann ich ja mal mit der reden hier? Okay, ja, sehr schön. Unsere Schwester hat uns gesucht. Ich weiß nicht, ob die jetzt da oben hockt. Ich habe keinen Schimmer, ehrlich gesagt, gerade wo die jetzt abhängt. Wäre jetzt aber interessant zu wissen. Aber bei Omi ist die ja, glaube ich, nicht. Ich habe keinen Schimmer, wo ich gerade hin muss, Leute. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein nochmal. Vielleicht weiß Omi ja was. Und Omi ist schon mal nicht hier. Ah, dann gehen wir jetzt einfach auf die Aussichtsplattform. Wo ist nur dieses komische Schwert? Gehen wir mal hier kurz lang. Die kann ich zwar kaputt machen, aber da kommen nur Steinchen raus, die ich gerade ins Wasser geschmissen habe. Sehr schön. Ja, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, während ich hier gerade so ein bisschen öde umherlaufe, ohne zu wissen, was ich eigentlich tue. Was wollte ich denn jetzt sagen? Habt ihr... lecker. Das ist doch mal ein Rotzfaden. Das wollte ich aber nicht sagen, sondern, dass wir maximal ein Zelda-Video pro Woche machen. Das liegt einfach daran, dass die Zelda-Videos
sehr, sehr aufwendig hergestellt werden. Also produziert werden, hergestellt, klingt irgendwie so ein bisschen altbacken. Ah, hier, so, komm, da ist doch Schwesterchen. So, es geht weiter. Oh, Sam. Ja, hat sie. Lieb von der Omi. Oh. Wer weiß, was sie mir gibt? Das ist mal gut. Ein Fernrohr kann nie schaden. Der größte Schatz meiner kleinen Schwester. Okay. Na und, freue ich mich? Ja, klar freue ich mich. So ein Fernrohr ist immer gut. Na dann. Hä, war da nicht XY? Der Vorteil ist, ich kann das hier auf dem Touchscreen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da kann ich sozusagen dann das Item auswählen und dann einem Button zuordnen. Sehr praktisch, weil ich kann mir jetzt sozusagen das Fernrohr selbst konfigurieren und sehe, dass da der Postvogel irgendwie abhängt. Ich nehme an, dass das ein Postvogel ist. Okay. Irgendwie. Ja. Ich sehe nach oben. Was ist da? Ich zoome mal raus, da sehe ich ja nichts. Oh. Kommt noch mehr? Oh. Okay, wir haben anscheinend unliebsamen Besuch. Was trägt denn er da mit sich? Also. Okay. Die haben anscheinend den Vogel. Weil der komische Piepmatz würde sich wohl nie so leicht fangen lassen. Was hat der denn da in der Klaue? Oder hat er unser Schwesterchen geklaut? Ich weiß gar nicht. Tja, knapp daneben. Hä? Jetzt hat er sie fallen gelassen. Okay. Gut, also wir wissen, wo wir jetzt nicht hin müssen. Sie ist in den Wald gestürzt. Ja, und es war nicht unsere Schwester. Hätte mich jetzt irgendwie auch zwar gewundert, aber die sieht halt auch blond und klein aus. Ja, super. Das heißt, ich brauche jetzt Ausrüstung. Nein. Ah ja, automatisch gehen und dann runterrutschen. Genau, so wobei ich stehen geblieben ist, gibt einmal pro Woche nur ein Video, maximal. Vielleicht setzt es auch ab und an mal aus, weil die Videos recht aufwendig produziert werden, denn ihr seht ja, wir machen das hier mit Greenscreen. Also ich kann euch ja mal kurz erklären, wie bei uns die Videos entstehen. Im Grunde genommen für solche Videos gibt es drei Aufnahmequellen. Aufnahmequelle Nummer 1 ist unsere Aufnahmebox. Die nimmt also den Ingame-Sound und die Ingame-Grafiken auf. Aufnahmequelle 2 ist dann die Kamera, die gerade mein wunderschönes Gesicht aufnimmt. Ich weiß nicht, war das jetzt der alte Mann? Und Aufnahme Nummer 3 ist sozusagen der Sound, der auch nochmal extra aufgenommen wird. Der kommt also auch noch oben drauf. Und die drei Spuren müssen dann auch noch synchronisiert werden, dann eventuell noch Schnitte, Effekte, sonst sowas. Und für den Greenscreen muss ich hier auch eine Menge immer umstellen im Raum, weil wir gar keinen Platz dafür eigentlich haben. Und jetzt gucken wir mal, ob uns der alte Mann das Schwert gibt. Ja, wir sind blass aus, kein Wunder. Wir haben gerade ein Blo ich weiß gar nicht, das blonde Mädchen dürfte das eigentlich nicht überleben. Ja, natürlich. So, wir machen das Ganze jetzt also, glaube ich, was wir in der ersten Folge ungefähr auch schon gemacht haben. Weil ich dachte, da haben wir jetzt ein Schwert in der Hand. Sehr schön, ja. Gut. Also machen wir das. Ja, los. Ich beeile mich für euch. Ja. ZL, zack. Und dann hauen wir auf ihn drauf. Ja, keine Scheu. Das vergesse ich sowieso wieder im Laufe des Spiels. Ich weiß es genau. Okay, so und jetzt so. Ja, hier kriegst du einen Ausfall nach dem anderen. Nimm das, du Sack! Wirbelattacke. Okay. Haben wir gemacht. Dass er immer gleich mehr will, der alte Mann. Ah, ich hab doch gedrückt. So. Spezialattacke. Und
als Ziel und drücke A, sobald das erscheint. Okay, so. Okay, haben wir. Ist das ein Konter oder was? Keine Ahnung. Aber hat funktioniert. Umso besser. Und noch Sprungangriff. Okay, so, zack. Und er will noch mehr. Natürlich. Der ist echt ein bisschen masochistisch. Jetzt gib mir das Schwert, du alter Mann. Ja. Ja. Jawohl, wir haben ein Schwert. Um da mal die Stormfaust zu machen. Ja, natürlich werden wir es perfekt beherrschen. So, komm, laber nicht. Sehr stark und wachse, natürlich. Ja, wachsen ist gut. Ich meine, so klein wie wir hier gerade sind. Ich meine, wir müssen uns vorstellen, der Mann ist alt, das heißt, er ist schon ein bisschen eingeschrumpelt und trotzdem ist er noch viel größer als wir. Weil wir sind ja auch noch ein kleines Kind. So. So, weiter zur Videobearbeitung. Ja, wie müssen wir den Greenscreen hier aufbauen? Ich meinte ja schon, wir müssen umstellen. Und das bedeutet, wir haben ein grünes Tuch, ja, extra dafür. Und das muss über zwei Stühle gehängt werden, weil wir keine richtige Stange oder irgendwie eine anderweitige Vorrichtung haben. Und weil die Stühle dann aber nicht hoch genug sind, müssen die Stühle auf Pappkartons gestellt werden. Und dazu müssen noch ein paar andere Sachen weggerückt werden, damit auch Platz für all das Ganze ist. Denn der Greenscreen ist ja dann doch schon 1,5 Meter breit, was eine ganze Menge Raum aufnimmt. So, wir haben jetzt das Schwert, können Sie schon durchschnetzeln. So, und das heißt, das ist relativ aufwendig. Also gerade wenn der Greenscreen hinzukommt, wird es schon aufwendiger. Und dann kommt noch ein ganz wichtiger anderer Fakt hinzu. Und zwar, dass meine Aufnahmebox eine kleine Macke hat. Denn wenn ich länger als 15 Minuten aufnehme, dann ärgert mich die Box, weil sie dann leicht unsynchron wird. Aber nicht auf der ganzen Spur, sondern irgendwann mittendrin. Und das macht die Sache extrem nervtötend. Das heißt also, die ersten 15 Minuten sind dann meistens perfekt synchron. Ich suche übrigens nach Kristallen, nur so nebenbei. Und dann irgendwann fängt es an, ohne ersichtlichen Grund, völlig sinnfrei und ohne einen Hinweis, ab welcher Stelle, fängt es dann an, unsynchron zu werden. Das ist vielleicht eine halbe Sekunde, aber das ist unfassbar nervig beim Zugucken. Also finde ich zumindest. Ich könnte mir das nicht anschauen. Und ja, aus diesem Grunde haben wir, also manchmal ist das auch nach schon 12 Minuten oder so. Das ist wirklich furchtbar. Und ja, deshalb maximal ein Video pro Woche von Zelda, weil das dann doch recht aufwendig ist, das Ganze zu produzieren. Aber ihr seht, wie viel Arbeit wir hier reinstecken. Vielleicht machen wir irgendwann mal als Abo-Special mal so ein Video, so behind the scenes mäßig, wie es auch schon mal andere gemacht haben. Hier zum Beispiel bei Gamers Point, die hatten das mal auch sehr, sehr cool gemacht, der Pascal. Und vielleicht machen wir sowas auch mal, dass ihr mal seht, wie bei uns Videos entstehen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas gerne mal als Special oder so sehen würdet. Ist ja auch immer ganz spannend zu sehen, wie es bei anderen so aussieht. Denn ich muss sagen, von anderen YouTubern kann man ganz schön viel lernen, wenn man sich mit ihnen austauscht über Communities oder sonst was. Ich habe gar kein Schild, fällt mir gerade. Das wäre jetzt gar nicht schlecht. Aber gut. So, was haben wir denn hier? Ein Klunker. Klunker ist immer gut. So, falls ihr euch fragt, warum ich hier ein bisschen Flora und Fauna vernichte, könnte überall was drin sein. Zum Beispiel in diesem Baumstamm ist da bestimmt was, genau. Ja. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, wie wir zum Beispiel diese Let's Play-Reihe zum Beispiel gestalten sollen, falls euch da irgendwelche Sachen in den Sinn gekommen sind, ich meine, mit Zelda habe ich jetzt auch kaum Erfahrung, wie gesagt, das ist das erste Zelda-Spiel, weil ich überhaupt so richtig jetzt mal spiele. Wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt oder auch Tipps und Tricks, ja, könnt ihr immer gerne reinschreiben. Es wird sicherlich zu der Situation kommen, dass ich nicht weiter weiß. Und dann werde ich mich sehr über eure Hinweise freuen.
Und ich frage mich jetzt, wo dieses blonde Mädchen da abgeblieben ist. Ist das vielleicht hinter dem Stein gelandet oder so? Ich habe keinen Schimmer. Wo ist sie denn hin? Uhu. Hallöchen. Blondie. Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Wo ist Blondie hin? Blondie muss er. Aha. Ah, und die schickt mir gleich noch zwei Gegner. Super. So macht das doch Spaß. Und jetzt machen wir gleich mal so eine Wirbelattacke. Ah, los, stirb, komm. Die können doch gar nichts hier. Die Pappnasen. Zack, zack, zack. Okay, so, der ist doch auch erledigt. Super. Und, ach, natürlich. Jetzt entdecken wir sie endlich. Wo sitzt sie denn? Ich bin gespannt. Na, kommt sie jetzt runter? Ja. Wäre auch cool, wenn wir jetzt den Bumerang kriegen, um den dann da hinzuschmeißen. Tja, die wundert sich auch, warum ich so einen komischen Kram anhabe. Ja, der riesige Vogel, richtig. Captain Tetra? Was ist das denn? Okay, ich glaube, der muss pinkeln oder so. Dem Klabautermann sei Dank. Wald, hoch oben auf dem Berg? Ja. Wie das halt so ist mit den verrückten Vögeln. Gonzo. Ja, sehr dankbar, das Mädel. Aber wir rennen einfach mal hinterher. Kann er nicht schauen. Wer ruft uns denn da? Schwesterlein. Das sieht irgendwie aus, so. Ja. Kommt der Vogel schon wieder? Wen nimmt er jetzt mit? Oh, eine Verwechslung. Tja, mir ist wohl auch die Verwechslung passiert, deswegen kann man es dem Vogel ja gar nicht übel nehmen, dass er die falsche Blondine mitnimmt. Ups. Naja. Jetzt vibriert sogar aus welchen Gründen auch immer mein Gamepad. Das hat beim ganzen Kämpfen nicht vibriert und jetzt plötzlich. Und es war nicht, als er rumgezappelt hat, komischerweise, sondern an einer völlig sinnfreien Stelle. Und der guckt irgendwie so ein bisschen duselig jetzt. Natürlich will ich an Bord des Schiffes. Ja, und kriege ich schon hin. Ich habe ein Schwert und ich habe nur unredliche Dinge damit vor. Perfekt fürs Piratentum. Das ist doch der Postbote. Ja, das stimmt. Willst du damit irgendwas andeuten? Die ist echt schwer vom Begriff. Meine Arbeit als Postbote. Sehr gut. Aha. Oh Mann. Mädchen mit langen spitzen Ohren, der hat einen komischen Geschmack. Da hat's aber geschluckt. Na, aber hallo. Sam war's. Nicht dieser komische Subchamp. Der hätte sowieso niemand gerettet. Die verwunschene Bastion. Ja, da war ich auch schon drin. Ja, eben. Ja, natürlich will ich mit. Aber ich muss mir noch ein Schild holen. Und genau für dieses habe ich beim letzten Mal ewig gebraucht. Weil ich dachte, dass ich sonst was tun muss, um dieses Schild zu holen. Und dabei sagt einem das Spiel von Anfang an, wo es liegt. Das heißt also, ich muss künftig aufpassen, wo ich hingehe, um mir dieses Schild dann zu holen. Ne. Ihr seht, vor der Kamera ist es mit dem Reden immer so eine Sache. Also ich muss künftig aufpassen. Hä? Wo ist es denn hin?
Omi? Ah, die hat's versteckt. Na, gib's her. Die sieht irgendwie ein bisschen aus wie meine Oma. Nur ein bisschen asiatischer. Was? Link mag kein Schild. Yeah, das Heroenschild. Mit ZR, sehr schön. Ja, sie wurde verschleppt. Omi ist jetzt traurig. Das heißt, wir müssen sie unbedingt wiederholen. Wir können diese Let's Play-Reihe gar nicht beenden vorzeitig, weil wir der Omi das ja gar nicht antun können. So, und jetzt gibt es nur noch eine Sache, die ich machen wollte. Denn das Spiel versucht sich daran, dass man auch viel entdecken kann. Das heißt, man kann auch unter seinem eigenen Haus durchkriechen. Was ja erstmal keine schlechte Sache ist. So, gehen wir mal nach links und geradeaus. Und gehen hier mal rein. Seht euch das an. Und wieder eine schicke Truhe. Also kriechen lohnt sich. Oh, 100 grüne Rubine gab das. Fett. Mann, stell dir vor, wir wären hier nicht lang gekrochen. Es hätte ewig gedauert, bis wir das hätten ausgleichen können. Und damit verabschiede ich mich für heute. Denn dann seht ihr in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Ich kriege ja nur noch kurz raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, teilt das gerne, liked das. Heute hatte ich irgendwie so ein bisschen Gehirnfurz beim Reden. Was auch daran liegt, dass ich, dass hier viel Text war und ich viel gelabert habe und was Bestimmtes erzählen wollte. Und dann verhubbelt sich das manchmal. Und ja, ich stelle mich jetzt einfach mal hier rein. Und mit diesem epischen Bild hören wir jetzt auf und sehen uns dann vielleicht nächste Woche. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und ja, schaltet wieder ein. Bye.